Ich habe noch einen Staubkorn. Ich sehe überall Staubkörner. Ach, das haben wir aber schon gemacht. Also nicht, dass ich meine. Die Datenschutzbestimmungen an. Standen und schließen. Geil. Und Hunter Master schon angebrochen, ja sicher, Junge. Ja, sind wir schon bei. Da haben wir schon. Hier. Die 1-Liter-Flasche. Wir haben eine Schnellreisemöglichkeit. Wo ist die schnell? Achso, ja, wir haben doch eine Karte, glaube ich, ne? Eine Map, ja. Du hast auch ein Fotoapparat. Ich glaube, du musst da Leute fotografieren, die tot sind. So. Es gab nur einen Toten, glaube ich, ne? An der Brücke, richtig? Was? Den Toten gab es an der Brücke. Der ist doch nicht mehr da. Gucken wir mal nach. Da liegt ein Staubkorn. Gute Reise, sagte Cox. Danke, Cox. Danke, danke. Danke, Anke. Der ist immer noch da, den räumt aber keiner weg, oder? Film drin. Wo haben wir denn den Film hergekriegt? Film, Film, Film. Film? Nee, Film. Wechseln wir mal. Warte mal, gehen wir mal ganz kurz auf die Map. Wo ist denn das Hotel gewesen? Gehen wir mal nach oben in den obersten Stock. Halt dich von Ärger fern! Mach mal Penthouse. Die wird jetzt da wahrscheinlich zwischenfummeln, wisst ihr? Die müssen wir auch irgendwie ausschalten. Das ist jetzt ziemlich schwierig, hätte Penthouse gemacht. Muss kaputt sein. Gehen wir mal nach unten. Und gucken mal, ob der Geist die beeinflussen kann, weißt du? Haben wir. Hey, Firi! Firi, hallo, Firi. Firi. Schönen guten Abend. Guten Mittag. Das ist ein Österreicher. Wie sagt man in Österreich? Guten Mittag? Oh, das weiß ich nicht. Das weiß Wie sagt man in Österreich? Guten Mittag? Gut, das mit dem Erschrecken aber hingekriegt. Ja, das ist aber auch alles. Vielleicht kannst du. Ja, vielleicht kannst du da rein. Da drin ist pures Chaos. So, als ob was aufgebaut werden müsste. Ich warte, bis sie mit dem Aufbau fertig sind, bevor ich reingehe. Schon okay, der nein. Xavier sagt, reden im Dienst sei nicht erlaubt. Vielleicht kannst du die bezirzen. Außerdem rede ich nicht mit Neuankömmlingen. Lass mich in Ruhe. Dolores, wo ist denn Dolores? Sonst gehen wir zum Friedhof, Schacks Gruft. Das können wir auch machen. Ah, da müssen wir mal zu Fuß hin. Wir können keine Map benutzen. Mahlzeit oder auch Moizeit. Moizeit. In Österreich sagt man Moizeit. Da müssen wir wirklich hinschweben, das ganze Stück. Machen wir das. Verkehrs- und Kurzreise geht nicht. Nee, geht ja nur. Die haben ja die Map. Wir haben ja keine Map. Okay. Ah, du kannst dich raus. Okay. Also müsste die Person, mit der ich reden soll, irgendwo hier sein. Ich gucke. Wo ist die andere denn hingegangen? Da gab es doch noch eine Frau. Dolores. Wo ist das eigentlich ein Eingang da? Ja, da ist nichts. Check it out. Nee, nicht im Wasserbrunnen daneben. Da ist nichts. Da, Mann, da. Da ist nichts, da ist nichts. Was ist das, Rede? Achso, okay. Mach mal Glocke.
Die besitzt kein Strom. Schaue, verzeihe. Okay, du kannst Stromsachen machen. Das geht ohne. Jetzt gehen wir mal in den Penthouse. Da kommen wir ja nicht hin. Es tut mir leid, aber Xavier gesagt, niemand dürfte ins Penthouse gehen. Hm. Gelange in das Penthouse. Steht jetzt mit drauf. So. Blau war nie meine Lieblingsfarbe. Xavier sagt, reden ist da nicht erlaubt. Oh Gott. Das haben wir schon gemacht. Quickie Markt gehen und um die Toilette. Habe ich irgendwie auch im Urin. Können wir nicht wechseln oder was? Gehen wir mal in den Quickie Markt. Ach, die Alter. Da das Ding wackelt. Guck mal, was ist das? Finde die Papiere der Leiche im Hotel. Haben wir die? Mm-mm. Nee. Was für eine Papiere soll man denn da finden? Bestimmt oben im Penthouse. Da müssen wir erst die Olle ausschalten. Geh und rede mit Dolores. Der soll auch mit Dolores reden. Geh und rede mit Ransom, den Clown. Und den Clown sollst du reden. Okay, der Clown, der ist ja in der Dings. Im Zirkus. Ja, dann gehen wir zum Zirkus. Da hab ich keine, irgendwo müssen wir ja anhaken. Ich habe keine Schnellreise hier mit ihm. Lass halt das Hotel. Oder mach halt mit der. Kann man da nicht auch nicht rein? Das ist zu. Die fasse ich nicht an. Hm. Schraubenzieher oder was? Wir haben für alle drei Automaten haben wir ein Teil. Und ein Ding haben wir sogar schon ausgelöst. Ich glaube, den Facetron, den haben wir ja schon. Den haben wir ja, glaube ich, schon erledigt. Die Olle hat ja einen Bericht. Auch noch den Bluttron. Und den anderen Tron, den hatte ich vergessen, wer das ist. Patty ist auch da. Hey, Patty. Den fasse ich nicht an. Da liegt doch ein Buch neben dem Telefon. Achso, das ist ein Telefonbuch, ne? Mhm. Vielleicht willst du ja irgendwelche Schubladen oder sowas. Bullen. Ja. Mal bullen.
aufmachen, Bundesagenten. Lass die Hosen um, ich bin schon auf dem Weg. Was immer Sie verkaufen, ich verkaufe nichts. Also nehmen Sie Ihren billigen Anzug, Ihren Leuchtturm und stecken Sie dahin, wo die Sonne niemals hinscheint. Hin zum der Clown. Ich hörte, Sie wissen was über die Leiche bei der Brücke. Ich habe jetzt mal an die Tür geklopft. Renzum ist rausgekommen, das ist schon mal von Vorteil. So einfach war das. Renzum der Clown, ich hörte, Sie wüssten was über die Leiche bei der Brücke. Ganz ohne Vorspiel, Bulle. Komm, gib mir nochmal dein Gläschen. Du kommst ja gleich zur Sache, oder? Das ist nicht ganz mein Stil. Du kannst schon deine Fragen stellen, Mäusezähnchen, aber ich werde vielleicht nicht antworten. Was wissen Sie über die Leiche am Fluss? Welche Leiche? Etwas früher heute Abend fanden wir eine Leiche unten bei der Brücke. Wir untersuchen den Fall und es hieß, Sie hätten vielleicht einige Informationen. Nee, ich habe Sie reden gehört, aber ich dachte, dass Sie zu Menschen unterwegs sind. An dem Ort passiert doch der ganze verdickte Kram. Welche seltsamen Dinge wissen Sie über das Menschen? Wenn du mehr über das Menschen wissen willst, musst du dir einen anderen Idioten suchen. Ich bleib lieber für mich und das Stadtvolk lässt mich in Ruhe. Zum Piep. Das Ei werde ich nicht zerschlagen. Ich zahle keine Miete und kann sowieso nirgendwo hin, seit ich meine verbiebste Ex-Frau mir alles abgeknöpft hat. Wir haben gehört, Sie kommen nicht gut mit dem Ortsansässigen zurecht. Beginnend mit meinem verbiebsten Clownsgesicht und der Tendenz, Leute zu beschimpfen, habe ich mir wenig Freunde hier gemacht. Aber ich brauche die Unterstützung der Verlierer hier auch nicht. Ich bin Ransom, der verbiebste Clown. Ich war schon piepender Stargast bei Wetten, dass... Ich bin verpiepst populär. Was wissen Sie über Chuck? Chuck? Wie? Chuck, meine Fabrik ist zu gut für verpiepstes Spielzeug, Edmund. Ich kannte das pompöse Bieb noch nicht persönlich, aber sein Bruder Franklin. Ziemlicher Schwächling, total verpiepst. Zu verängstigt, um sich gegen seinen großen Bruder durchzusetzen, selbst als die Familiengeschäfte vor die Hunde gingen. Wie haben Sie Franklin Edmund kennengelernt? Wir wollten gemeinsam ins Geschäft einsteigen. Meine Nummer würde wieder ganz groß werden, größer als dieser verbiebste Jesus. Ich war der Knaller bei Wetten, dass... Ich war auf dem Weg ganz nach oben, also wollten wir Kohle machen wie ein paar... Fanprodukten. Franklin wollte die Kissenfabrik auf Spielzeug umstellen. Das sah wie eine gute Gelegenheit aus. Was für Spielzeug wollen Sie mit Franklin zusammen herstellen? Kannst mir fast denken. Bad Plax. Allmächtiger, wie kommst du im Leben ohne Hirn und Aussehen zurecht? Plax, ist das nicht verbiebst offensichtlich? Wir wollten Ransom den Clown Beleidigungspuppen machen. Ach so. Da hängt ja schon ein. Da wäre Bip großartig geworden, wenn Franklin nicht ausgestiegen und verloren gegangen wäre, bevor der Vertrag unterzeichnet war. Ich könnte jetzt reich sein, wenn dieser schmierige Biebler ein wenig Rückgrat gehabt hätte. Gehen Sie nicht fort, ich komme wieder. Ich komme wieder? War das Frau Merkel? Wie du willst, Bulle. War das die Frau Merkel? 100%. Ich gehe nirgendwo hin, aber ihr kommt ohne Durchsuchungsbefehle hier nicht rein. Hier, Prost. Prost, Vierlich, für dich. Zum Wohl. Jetzt können wir den Clown steuern. Wie den Clown steuern? Ach so, okay. Haben wir schon eine Blutprobe genommen von der Leiche? Haben wir noch nicht gemacht, ne? Was? Mir fällt gerade ein, wir können eine Blutprobe von der Leiche nehmen. Eine Blutprobe? Ja. Toilettenpapier mit Leichen. Ja, da müssen wir... Wir brauchen Toilettenpapier. Oder wir machen mit Remsen weiter, das geht natürlich auch.
Ich denke mal, hier einer der Agents muss jetzt Toilettenpapier nehmen. Wo müssen wir denn da, wo können wir denn da hingehen? Wo war denn da? Ja, im Hotel war Toilettenpapier. Genau, dann gucken wir mal, ob einer von der denen... Der andere ist ja noch im Hotel, oder? Ja, ja. Guck mal da. Ah. Ja, moin! Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zur Leiche. Da, L, Leiche. Okay, wir gehen zur Leiche und schnappen uns mal. Ich denke mal, bei der Leiche war nämlich irgendwas mit Blut noch. Mit dem müssen wir leider zu Fuß gehen, der hat ja nicht das Reiseding, aber egal. Da müssen wir halt eine kleine Fuß... Ja, der kann auch die Kopie machen in den Copyshop da, oder nicht? Ja, aber komm, das ist... So, Landstraße. Straßlande. Okay, Brücke. Ah gut, der kann auch reisen. Dance! Weißt du? Ey, der ist aus hier, Fury. Wir sind auf einem anderen Kanal. Da gibt es den Epic Spot nicht. Was tust du? Dance. Hast du gesagt? Ja, hab ich schon gemacht. Trief doch noch vor Blut, Alter. Blute doch vor Trief. So, jetzt kommen wir uns. Hey, hier geht's ja nicht. Jetzt können wir diesen Bloodbot. Können wir noch mal eben gucken, was der andere da noch so macht. Der Clown, meinst du? Nein, nein, nein. Dieser andere, was der braucht. Facetron, glaube ich, war das. Ja, der war doch, wo war das Ding? Das war doch... Einen hatten wir schon erledigt. War das der Facetron? Ich glaube, das war der Facetron. Weil das Foto haben wir schon gehabt. Der müsste auch gleich hier kommen, der das Gebäude, wo die Dinger stehen. Das aber hat... ich emote zu deiner Wackeltante. Schau mal, ja, ich seh's. Schön emotes. War das nicht hier oben? Die fliegen ja gar nicht durch. Normalerweise müssen die ja auch durchdüsen. Restron. Nein, das war im Keller unten. Restron kommt, glaube ich, zum Schluss. Ja, ja, wenn wir alle drei Berichte haben. So, der Blattron. Der hat noch gar nichts. So, da brauchen wir noch was. So, was braucht der noch? Gute Frage. Ja, guck doch mal, klick dir nochmal an. Legen Sie eine Blutprobe der Leiche sowie ein blutiges Objekt ein. Weiter. Der Blattron 3000 wird die Übereinstimmung prüfen und einen Bericht ausgeben. Vollkommen sprachgesteuert, lesen Sie nicht weiter, reden Sie. Warte mal, jetzt gehen wir zurück. Grand Station. Okay. Geh mal auf Facetron, was braucht der denn überhaupt noch? Das Gesicht, das Foto hatten wir ja schon eingegeben. Er hat das Foto von der Leiche, so was fehlt denn noch? Scheiße, das wusste man noch. Ja, genau. Der Facetron 3000 benötigt ein offizielles Ausweisdokument mit einem Foto des Opfers. Ausweis, okay, da braucht er dann noch einen Ausweis. Und jetzt guck mal eben, was der Blattron braucht. Also wir haben ja alle drei, jetzt brauchen wir noch zweimal einen Teil. Primäre Funktion, würde ich sagen. Oh. Geben Sie eine Blutprobe von einer Leiche zusammen mit einem blutigen Gegenstand ein und der Blattron 3000 wird eine Übereinstimmung feststellen und einen Bericht ausgeben. Okay. So, machen wir Primäre, genau. Die primäre Funktion des Blattron 3000 ist patentgeschützt. Fuck. Die Analyse einer Blutprobe und eines verdächtigen Gegenstands und eines blutigen Gegenstands, um die Verhaftung des eines Verdächtigen zu sichern. Ach, Verdächtigen, Ente! Der Ente, Ente ist auch da. Hallo Ente! Okay. Ja, Jägermeister ist wieder am Start. Oh Gott, ich höre ich da den Jägermeister, der spricht persönlich, ja? Ja. Den haben wir schon angebrochen, den alten Hunter Master.
Hier, du hast dann, oder ich weiß nicht, wer den blutigen Schraubenzieher da hat. Oh, warte mal, ich guck mal, ob die Alte den hat. Aber guck mal bei ihm erstmal. Ah, den da. Soll ich auch mal mit der irgendwo hinreisen? Fingertron. Warte mal, gibt's einen Fingertron da? Ich guck mal. Ja, einen Verdächtigen. Dann have fun. Ja, sicher, Junge. Fingertron, ja, Fingertron hat schon alles. Fingertron aber fertig gemacht, den brauchen wir nicht mehr. Ja, den Fingertron brauchen wir nicht mehr. So. Komm, machen wir noch einen, weil Ente da ist. Der geht auf Ente aber jetzt. Komm. Der geht auf Ente. Ente, wir machen nur für dich. Und wir lösen mal eben das Rätsel. Ach, das ist gut. Mal ganz schnell. Bisschen Intuition, dann geht das schon. Aber das Problem ist halt, man muss die Gedanken in der Intuition erstmal sortieren, weißt du? Ja, man muss könnte das sein, dass da weiter drüber ist. Ja gut, aber bei der Intuition, die wir auch zum Glück haben, müssen wir erstmal klar werden, weil du hast mehrere Intuitionen auf einmal, die parallel laufen können. Ja, und die wir in einer anderen Reihenfolge halt abgegangen sind. Und deswegen sind wir schon gut genagelt jetzt mit der Intuition eigentlich. Ja. Das heißt, wir waren so gut, dass wir sogar ohne Intuition. Prost. Prost. Ente. Vieles haben wir auch aus eigener Kraft geschafft. Sehr eilig, fast alles. Prost. Lecker. Der erste ist immer eklig, da gibt es immer Gänsehaut. Aber bei danach geht es, ne? Bei mir geht das eigentlich. Beim zweiten geht's noch oder beim dritten läuft's? Beim zweiten geht's, beim dritten läuft's. Jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut, dritte ist auch Gänsehaut. Schaut ins Fränkchen. Den Ghetto Blast haben wir gemacht. Kaugummi haben wir benutzt. Guck doch mal, was du dabei hast. Und nicht meine Intuition. Betrachtet. So, was haben wir denn da? Thunfischstoßen. Visitenkarte. Von was? Pinken Klempner. Tu die auch mal da rein, die Pinken Klempner. Ich glaube, die sind schuld. Schieb die mal mit da rein. In den Blattron. Oder. Nee. Oder in den anderen da. Das geht nicht. Ich wette, wir müssen ins. Oben, ins P. Wie heißt er? In Penthouse. Genau. Aber wie kriegen wir das hin? Du hast. Penthouse. Wie kann du hast ja noch so einen Schrumpfkopf da. Meinst du, der bringt es? Ich weiß nicht. Warum hast du den überhaupt? Von Sepp den Kopf zum Sepp im Navigator. Den gab es auch mal in Monkey Island. Echt? Ja, da gab es auch den Kopf des Navigators. Nice. Der hat dich durch das Labyrinth geführt. Genau, ne? Richtig. Genau. Mal runter. Ah! Nice. Boah, also mir zieht der Jägermeister noch ein bisschen nach, muss ich sagen. Okay. Sieht immer so aus, als hätte ich keine Haare. André, habe ich Haare? Nee, nicht mehr viel. Doch. Dieser Wichser. Verdammter Drecksack. Doch, der Epix ist noch sehr haarig. Der ist sehr haarig auch noch. Verdammter Sack. Nicht mehr viel. Ich muss meine Nase putzen, glaube ich. Soll ich mal Fenster zu machen? Nee, das ist okay. Ich glaube, wir müssen den Clown erstmal nehmen. Der Epix furzt nämlich die ganze Zeit, da ist das besser.